So haben wir uns einmal in Prag getroffen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, das war wie in so einem schlechten Agentenfilm. Also meine Eltern und mein Bruder sind dann nach Prag gekommen, ich auch dorthin. Und da haben wir uns ja in so einem Drittstaat getroffen. Die Rückfahrt war auch ganz eigenartig. Ich hatte da damals eine Ente und ich bin dann aus Prag weg, es war dunkel. Und das eine Licht war kaputt, da ging nur das Standlicht. Und jetzt befürchtete ich natürlich, in eine Verkehrskontrolle zu kommen. Und plötzlich stand da ein Uniformierter in der Dunkelheit am Straßenrand und bedeutete mir, anzuhalten. Ich bin angehalten, plötzlich saß er neben mir. Das muss ein Wehrpflichtiger gewesen sein. Und der ist per Anhalter gefahren. Ja, der ist dann irgendwann wieder ausgestiegen, aber während der im Auto saß, hatte ich natürlich die Befürchtung, wenn ich jetzt in eine Verkehrskontrolle komme, na, wie sieht denn das aus? Der trifft hier seinen Agenten. Ist Gott sei Dank nichts passiert, aber naja.